Kommen wir zu Tagesordnungspunkt 7, Antrag der Fraktion der Piraten. Und zwar handelt es sich um einen Gesetzentwurf und damit um eine erste Lesung. Drucksachennummer 14.380, Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen, einheitliche Quoren von 20% in der Landesverfassung im sogenannten parlamentarischen Betrieb. Ich eröffne die Aussprache für die antragstellende Fraktion. Spricht der Fraktionsvorsitzende, Herr Marsching. Vielen Dank, Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Zuschauer auf der Tribüne und zu Hause. Ich mache es relativ kurz. Wir haben einen Gesetzentwurf, mit dem wir wollen, dass die Quoren in der Landesverfassung im sogenannten parlamentarischen Betrieb, sprich für die Zusammenkunft des Landtags und auch für Verfassungsbeschwerden beim Verfassungsgerichtshof vereinheitlicht werden, und zwar auf 1/5 der Mitglieder des Landtags. Diese Gesetzesinitiative hat zwei Begründungen. Erstens haben wir in der Verfassungskommission am Ende Kompromisse gefunden, in vielen, vielen, vielen Bereichen. Und leider, und das muss ich immer wieder sagen, wenn wir jetzt über diese einzelnen Verfassungsanträge reden, leider kam dann der verheerende Spruch, alles hängt mit allem zusammen. Und viele von den Sachen, wo wir uns eigentlich einig waren, wo wir sehr weit aufeinander zugegangen sind, sind am Ende nicht umgesetzt worden und haben es nicht am Ende in das Ergebnis der Verfassungskommission geschafft. Unter anderem sind die Quoren im parlamentarischen Betrieb einfach untergegangen. Zweitens, wir diskutieren ja hier auch andere Punkte, die hinten rüber sind, Wahlalter, Individualverfassungsbeschwerde, Volksgesetzgebung. Da gibt es ein schönes Zitat im Abschlussbericht, das heißt, insoweit konnte keine Gesamtlösung gefunden werden. Viele andere Angelegenheiten sind wahrscheinlich viel wichtiger und interessieren die Menschen da draußen viel mehr als diese 20% im parlamentarischen Betrieb. Aber sie sind am Ende wichtig. Und wenn ich über andere Dinge rede, wäre es zum Beispiel das Wahlalter, wo es viel, viel wichtiger wäre, das jetzt aus der Verfassung zu nehmen, um hinterher darüber diskutieren zu können, Wahlalter ab 16, Wahlalter ab 18, wo wollen wir denn eigentlich hin? Wir haben kein zufriedenstellendes Ergebnis in all diesen Punkten, obwohl wir eigentlich Kompromisse hatten. Wir sind dafür, das wissen Sie, das Wahlalter zum Beispiel ab 16 zu senken, aber damit sich das tut, müssen wir es aus der Verfassung nehmen. Das Gleiche übrigens mit der Volksgesetzgebung. Wir hatten einen Konsens, aber am Ende gab es keine Umsetzung. Das Gleiche mit der Individualverfassungsbeschwerde. Eigentlich sind wir aufeinander zugekommen und am Ende gab es kein Ergebnis. Aber diese 20% haben tatsächlich eine ganz klare Auswirkung. Gerade heute wurde vom Bundesgerichtshof entschieden, dass die beiden kleineren Parteien im Bundestag, Bündnis 90 Die Grünen und die Linkspartei, eben nicht das Recht haben, im NSA-Untersuchungsausschuss die Befragung von Edward Snowden in Deutschland zu beantragen, denn sie kommen nicht auf die im Bundestag erforderliche Viertel oder auf das erforderliche Viertel der Abgeordneten. Da bei einem Fünftel hätten sie tatsächlich diese Hürde genommen und könnten diese Befragung beantragen. Gerade heute aktuell, und das zeigt, wie wichtig es ist, gerade in Zeiten, wo es große Koalitionen gibt, gerade in Zeiten, wo wir darüber reden, dass es mehr Fraktionen in Parlamenten gibt, dass wir verhindern, dass eine zu hohe Hürde im parlamentarischen Betrieb dazu führt, dass am Ende die kleinen Parteien nur noch schmückendes Beiwerk sind und ihre Rechte an der Tür abgeben müssen. Ich mache es kurz. Eigentlich sind wir bei dem Thema bei einem Kompromiss gelandet am Ende. Lassen Sie uns dieses Thema wie alle anderen Themen, wo wir eigentlich aufeinander zugekommen sind, entknüpfen. Lassen Sie uns das einzeln beschließen, damit wir wenigstens ein paar Punkte hatten. Wir sind aufeinander zugegangen. Jetzt müssen wir uns nur noch die Hand reichen und am Ende die Hand hier heben für diese Vorschläge, die hier ja auch im parlamentarischen Prozess sind. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Marsching. Für die SPD-Fraktion spricht nun Frau Wagen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, sehr geehrter Herr Kollege Marsching,
Sie haben ja schon zutreffend aus der Arbeit unserer Verfassungskommission gerade berichtet und dass wir dort viele Themen behandelt haben. Wir haben über Parlamentarismus und Landesregierung gesprochen, wir haben über das Thema Partizipation, über die Schuldenbremse, über Kommunen, Verfassungsgerichtshof und auch über die Quoren in den unterschiedlichen Teilen unserer Landesverfassung diskutiert. Und Sie haben ja gerade auch schon erklärt, dass Ihr Gesetzentwurf darauf abzielt, die Frage der Quoren zu vereinheitlichen, dass man halt nicht, wenn man eine Sondersitzung eines Plenums beantragen möchte oder wenn man sich darüber verständigen würde, eine Normenkontrollklage einzureichen, dass man da eben halt nicht unterschiedliche Quoren hat. Die liegen jetzt im Moment bei entweder ein Drittel der Mitglieder des Landtages oder bei einem Viertel der Mitglieder des Landtages. Und da kam auch der Gedanke in der Verfassungskommission, auch aus unserer Fraktion, zu sagen, wir denken mal darüber nach, dieses Thema zu vereinheitlichen. Aber leider, und das ist wirklich bedauerlich gewesen, hatten wir uns auch darauf verständigt, dass wir unsere Beratungen ergebnisoffen betrachten würden und dass wir die Punkte eben doch in ihrer Abhängigkeit zueinander diskutiert haben und auch bewerten mussten. Und Sie haben es gerade schon ausgeführt, da kam ganz zu Beginn der Arbeit in der Verfassungskommission der Satz, alles hängt mit allem zusammen. Und daran sind wir am Ende tatsächlich auch ein bisschen hängen geblieben und vielleicht nicht so weit gekommen. Sie haben ja das Wahlalter schon angesprochen, das Wahlrecht für Ausländer, die nicht EU-Angehörige sind, das kommunale Wahlrecht. Und an diesem Punkt sind wir so ein bisschen hängen geblieben und hätten vielleicht ohne diesen Punkt auch weiterkommen können. Aber ich rede jetzt immer von hätte, hätte. Wir sind es eben halt nicht. Und Sie haben diesen Gesetzentwurf eingebracht. Wir werden den im Hauptausschuss weiterberaten, aber auch mit Blick auf das Ende der Legislaturperiode ist es ein relativ später Zeitpunkt. Wir haben ja heute gemerkt, dass wir jetzt schon verschiedene Anträge, die kamen, so quasi auf dem letzten Drücker hier noch beraten und beschließen. Und wenn wir dieses wirklich wichtige Thema der Quoren, wo ja auch Minderheitenrechte von betroffen sind, noch einigermaßen angemessen inhaltlich bearbeiten wollen, reicht wahrscheinlich die Legislaturperiode nicht mehr aus. Aber wir werden heute erst mal Ihrem Gesetzentwurf insofern zustimmen, dass wir sagen, Weiterberatung an den Hauptausschuss und dann müssen wir uns darüber noch mal verständigen. Vielen Dank. Dankeschön, Frau Warden. Und für die CDU-Fraktion spricht nun Herr Justmeier. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich könnte teilweise Teile der Reden, die wir vor 4 Wochen hier gehalten haben, im letzten Plenum und beim vorletzten Plenum auch hier wiederholen. Wir haben diese Thematik der Senkung der Quoren auf 20%, auf ein Fünftel, im Rahmen der Verfassungskommission, im Rahmen der Diskussion um das Paket, um die Verfassungsreform behandelt. Sie wissen, Herr Marsching, wir waren bei Ihnen. Wir hätten zu dieser Thematik eine Einigung finden können, aber da es im Gesamtpaket nicht die erforderliche Mehrheit gegeben hat, ist das so in der Weise nicht durchgekommen. Wir können uns also gerne jetzt noch mal darüber unterhalten. Wir werden es ja heute verweisen an den Hauptausschuss. Wir können uns im Hauptausschuss darüber unterhalten, welche Erfolge und welchen Weg dieser Antrag gehen wird, den wir uns aus meiner Sicht hier hätten sparen können, werden wir abwarten. Dass ich Verständnis dafür habe, dass Sie noch mal versuchen, diese Thematik hier hochzuziehen und die ein oder andere Schlagzeile zu bekommen. Ich habe dafür Verständnis. Wir sind in der Sache an der Seite bei Ihnen, aber weil damals Themen mit dem Paket verbunden sind, worden sind, wie Wahlrecht, Schuldenbremse und derartige Dinge mehr, hat es halt die entsprechende Mehrheit nicht gefunden. Wir werden uns im Hauptausschuss darüber unterhalten und wir unterstützen Sie in diesem kleinen Punkt, wie wir es dann nachher hinbekommen werden, welches Ergebnis das in dieser Legislaturperiode haben wird, warten wir ab. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielen Dank, Herr Kollege Justmeier. Und für die Grüne Fraktion spricht nun Herr Engstfeld. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich kann es relativ kurz machen. Der Beratungsgegenstand ist jetzt schon umfassend von meinen Vorrednern und Vorrednerinnen besprochen worden. Unserer Meinung nach werden wir natürlich auch einer Überweisung im Hauptausschuss zustimmen, möchte aber schon die Bemerkung auch machen, es ist einfach wahrscheinlich viel zu spät, dieser Antrag. Wir sind vorm Ende der Legislaturperiode, wir haben nur noch eine Plenarrunde.
So, wir können das gerne versuchen, aber leider, glaube ich, vom Zeitpunkt her ist es wahrscheinlich eher ein Projekt für die neue Legislaturperiode. Es war ein Kompromiss, den wir damals zwischen den Fraktionsvorsitzenden gefunden haben, eine Vereinheitlichung der Quoren auf 20%. Wir hatten andere Vorstellungen. Wir wollten damals, wir als Grüne sind reingegangen, wir wollten das Quorum bei den parlamentarischen Untersuchungsausschüssen von 20% auf 15% senken. Wir wollten die Quoren zur Einberufung des Landtags von 25% auf 15% senken. Und wir wollten das Quorum der abstrakten Normkontrolle der Klage von 1/3 der Mitglieder auf 1/10 der Mitglieder senken. So, für uns war das damals schon ein langer und schmerzhafter Weg, überhaupt diesen Kompromiss zu erreichen. Ob es dann auch der Weisheit letzter Schluss ist, bin ich mir auch noch nicht ganz sicher. Und deswegen, wir stimmen zu, aber ich glaube vom Zeitpunkt einfach leider zu spät. Und vom Inhalt her, wie gesagt, ob es wirklich der Weisheit letzter Schluss ist, habe ich noch mal ein großes Fragezeichen. Wir werden sehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Engstfeld. Und für die FDP-Fraktion spricht nun Herr Dr. Wolf. Sehr geehrter Herr Präsident, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, auch wir hatten uns im Rahmen der Fraktionen ja gemeinsam verständigt, dass das eine vernünftige Lösung sein könnte, eine Vereinheitlichung dieser Quoren. Dazu stehen wir nach wie vor und sind auch nach wie vor für Verhandlungen, auch auf den letzten Metern, lieber Herr Engstfeld, immer noch zu haben. Es sollte jedenfalls geschaut werden, dass das große Paket, was ja geschnürt worden war, irgendwo dann doch noch über die Rampe gebracht wird. Die FDP wird sich da sicherlich Verhandlungen nicht verweigern. Wir stimmen der Überweisung zu. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Wolf. Und es hat sich einmal zu Wort gemeldet für die Piratenfraktion Herr Marsching. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich mache es ganz kurz. Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass die eine oder andere Fraktion hier sagt, dass sie zwar dem Kompromiss zugestimmt hat, aber in der Sache nicht zustimmt. Bis auf den Kollegen Engstfeld, der eigentlich mehr möchte, als wir jetzt vorgeschlagen haben, hat niemand gesagt, dass er die 20% nicht in irgendeiner Form mittragen könnte. Ich bin da ein bisschen überrascht. Ich glaube, egal wie spät es ist, wenn wir uns alle einig sind und wir haben noch eine Plenarphase, dann ist es nicht an uns, den Menschen draußen zu erklären, warum sich hier im Plenarsaal alle einig sind und am Ende dagegen stimmen. Das müsst ihr dann draußen erklären. Danke. Vielen Dank, Herr Kollege Marsching. Und damit sind wir am Ende der Aussprache. Und ich komme zur Abstimmung. Der Elsenrat empfiehlt die Überweisung des Gesetzentwurfs Drucksache 14.380 an den Hauptausschuss. Der ist dafür zuständig. Wer stimmt dem zu? Gibt es Gegenstimmen? Enthaltung? Ist nicht der Fall. Einstimmig so überwiesen. Vielen Dank und wir kommen zu Tagesordnungspunkt 8.